Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Ich wollte auf meiner Anlage die Fahrmöglichkeiten weiterhin entwickeln und hatte mir vorgenommen, die Lokomotive in der Baureihe BR120 mit einem Hochleistungsantrieb auszurüsten. Das führte dann dazu, dass ich zunächst einmal 2 Wochen lang nicht dazu kam, ein neues Video zu machen. Aber jetzt der Reihe nach. Zunächst habe ich die Lokomotive zerlegt, den Motor gegen einen Gleichstrommotor von Märklin ausgetauscht und anschließend habe ich den Decoder MDLD3 eingebaut und keine Funktion. Da ich nicht dahinter kam, was die Ursache ist, habe ich dann weiterhin nochmal einen Decoder bestellt von der Baureihe, habe ihn eingebaut und musste feststellen, dass auch dieses wieder nicht funktioniert. Bin dann dahinter gekommen, dass man auf der Station 6021 die Lokomotive mal so eine halbe Stunde erstmal stehen lassen muss, damit sich der Decoder in irgendeiner Form einarbeitet. Das hatte ich dann hinbekommen und dann ging es weiter. Das Programmieren funktionierte dann auch nicht wie in der Anleitung, aber das war dann nicht mehr so schwierig. Aber nun ist die Lokomotive umgerüstet, die Fahreigenschaften sind fantastisch und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video.